Ja, guten Morgen, liebe Motorradfreunde, hier ist Dietmar vom Motorradtest.de. Ich begrüße euch zu einem weiteren Laserbike-Video. An meiner Seite seht ihr den Ralf. Guten Morgen, Ralf. Moin, moin, Dietmar. Wie geht's? Alles gut, danke. Ja? Perfekt. Das ist jetzt der zweite Take. Wir sind hier, wie ihr seht, bei uns in Lückstadt um die Ecke. Ja. Es stürmt wie verrückt. Super Wetter. Super Wetter. Wir haben so ein bisschen Probleme hier mit dem Wind, aber wir hoffen, das geht einigermaßen. Ralf, schön, dass du hier bist. Danke. Freut mich. Schön, dass du dein Motorrad mitgebracht hast. Ja, freut mich auch. Ihr seht, das ist nicht irgendein Motorrad, das ist eine Honda CX 650 Turbo, auf die wir natürlich gleich noch in aller Ruhe eingehen werden. Ja. Aber erstmal will ich noch mal wissen, du hattest mich ja kontaktiert. Ja. Und ihr seid jetzt, das finde ich ja mal, das finde ich ja mal stramm, ihr seid mehr oder weniger hier extra hochgefahren, ne? Ja, nicht nur extra, nicht nur. Aber schon irgendwo ein bisschen natürlich. Wir wollten eine Tour machen und eigentlich geht es immer in den Süden. Und diesmal haben wir gesagt, komm, wir fahren mal andersrum. Ist ja auch schön. Ja. Wir fahren mal in den Norden. Wir wollten das schöne Wetter im Norden mal sehen. Ja, willkommen in Norddeutschland. Danke. Ja. Glückliche Schafe. Ihr fahrt in die holsteinische Schweiz noch nach Plön, ne? Ja, das haben wir vor. Ja, ein bisschen gucken. Und soll ja ganz schön sein. Ja, super schön da. Übrigens auch die einzige Gegend hier in Norddeutschland, wo es ein bisschen, weil ihr sehen, wo es ein bisschen kurvig ist, ein bisschen hügelig ist und so. Ich wünsche euch, dass das Wetter noch ein bisschen besser wird. Du hast auch deinen Kumpel mitgebracht. Ja. Den werdet ihr gleich auch noch kennenlernen. Der hat nämlich auch ein tolles Motorrad mitgebracht. Aber erstmal wollen wir uns hier um diese Schönheit hier kümmern. Das ist eine kleine Berühmtheit. Erzähl ein bisschen mal. Also Honda CX 650 Turbo, ganz ehrlich, ich kannte sie nicht. Also du hast mich ja angeschrieben. Ich habe gedacht, was ist das denn irgendwie? Kenn ich. Also Ölpumpe, klar, kennt man. Eben. Aber Turbo-Motorräder war mir irgendwie neu. Erzähl mal ein bisschen was zu dem Bike. Von wann ist sie? Also sie ist jetzt von Baujahr 83, aber wurde erst zugelassen 85. War damals so ein Ladenhüter mehr oder weniger, weil auch Turbotechnik und teuer und also für den Preis von so einem Motorrad hätte man anderthalb Boldur bekommen in voller Ausstattung. Ne? Und das haben natürlich dann viele Leute nicht akzeptiert. Die haben gesagt, ja, kaufe ich mir lieber die Boldur, ist ja auch schön. Also was hat die denn gekostet damals? Ja, die hat nach 15.000 Mark gekostet seiner Zeit und die Boldur hast du dann für um die 9.000 Mark bekommen. Ne? Ist natürlich ein kleiner Unterschied damals gewesen. Du überlegst aber, wenn du ein Auto damals gekauft hast, ein VW. Ja, war nicht teurer. Ne? Ja. Ja, und Turbotechnik, also so viele Turbomotorräder gab es eigentlich gar nicht. Ne? Ich glaube, nur so ein paar Japaner haben das gemacht. Ja, das war diese Turbo-Ära. Da hat jeder Hersteller mal so seins gebaut. Ne? Und Honda hat mit der 500er Turbo angefangen. Und die 500er Turbo war aber, ja, die hatte ein bisschen weniger Leistung, ein bisschen weniger Grundverdichtung. Und wenn der Lader kam, ne, hat die Presse damals geschrieben, ist gefährlich. Ne? Wie, die CX500 gab es auch als Turbo? Die gab es auch als Turbo, ach so. Ja. Die sieht also fast genauso aus, gab es aber in der größeren Stückzahl. Aber ja. Die 650er wurde nachher zum Schluss von Honda nochmal nachgelegt als Verbesserung. Die ist auch ein bisschen tief gestapelt, also 650 Kubik steht drauf. Eigentlich hat sie 670 Kubik am Werk. Oh! Ja, ja, wenn das jetzt eine Yamaha wäre, wäre andersrum, ne? 20 Kubik mehr als draufsteht. Ja, ja. Okay. Ich habe noch eine 1300 XZR und die hat 1251 Kubik, hat trotzdem 300 Seitendeckel stehen. Das ist der kleine Unterschied. Ja, ne? Yamaha übertreibt, Honda untertreibt, genau. Ja, also war schon, ist schon okay. Ja, wie gesagt, 83 und in Deutschland war die Turbo-Ära mehr oder weniger schon zu Ende gewesen. Und dann hat Honda die noch nachgelegt. Und in Deutschland wurden 56 Stück verkauft seinerzeit. Ne? 56 nur? Stück, ja. Und wie viele gibt es jetzt noch, weißt du das? Laut der Statistik, die ich jetzt gesehen habe, gibt es noch 16 zugelassene in Deutschland. Alter Schwede. Und 32 500er Turbo. Ja. Dann hat die ja einen gewissen Wert, ne? Das auch, ja. Also ich werde nachher auch mal eine Runde fahren, wenn du mich fahren lässt. Ich hoffe doch. Doch. Ich hoffe, ich lege mich da nicht hin mit dem Motorrad, aber das ist ja echt mal hier eine Klasse. Nee, die fährt lampfromm, die ist nicht gefährlich, die macht einfach Spaß. Ja, da bin ich aber gespannt drauf. Mit Turbo habe ich noch nie, ich bin noch nie ein Turbo-Motorrad gefahren. Insofern, das finde ich spannend. Und die hier ist ja auch eine kleine Berühmtheit. Du hattest mir irgendwie gesteckt, dass die schon mal in einer Motorrad-News irgendwie war. Wie kam das? Ja, Gott, okay, Motorrad-News. Ich habe auch, bin noch mit Freunden zusammen, mache ich noch das Boldur-Board-Forum. Ja, und da hat man halt mit der Motorrad-News schon öfter Kontakt gehabt. Ne? Und wir hatten auch mal so eine Spendenaktion gemacht und alles. Und von daher war das dann, die war da hergestellt, die Verbindung. Ne? Mhm. Und ja, das hat sich dann irgendwann angeboten. Da kam man ins Gespräch und dann, ja, ist eine gute Idee. Und dann gab es ja die Zeitschrift Kurve. Das ist von der Motorrad-News Ableger für die Oldtimer. Ne? Und dann war dann der Guido Bergmann, der Till Ferges und der Frank Rödel so, ja, okay, ist eine gute Sache und dann machen wir das. Ne? Okay. Vorher war schon eine Boldur von mir mal in der Szene gewesen, beziehungsweise in der Motorrad-News aus Meilenstein. Und, das heißt, du hast denen die Maschine gegeben und die haben die Fotos gemacht, die gefahren und haben darüber berichtet. Die waren bei mir und wir haben einen netten Tag zusammen verbracht und sind viel gefahren, sind
Du kennst das. Aufnahmen, Aufnahmen, Aufnahmen. Mit Till, oder was? Ja, das ist ja witzig. Ja, stark. Und ja. Schön. Ja. Ja, dann lass uns noch mal ein bisschen, klein bisschen müssen wir technisch werden, damit die Leute auch wissen, was wir hier vor uns stehen haben. Die hat irgendwie 100 PS oder wie sowas, ne? Also die hat 100 PS bei, ich glaube, 8000 Umdrehungen. 103 Newtonmeter bei 4.500 Fett für damalige Verhältnisse. Ja. Ja, das funktioniert also ganz gut. Was nicht gut funktionieren würde, war deine berühmten 60-100 im vierten Gang. Das kannst du vergessen, da ist die lahm. Also sie brauchen ein bisschen mehr Drehzahl und dann kommt der Lader und dann wird es schnell. Aber die hat ja auch nur 5 Gänge, also das muss man ja sowieso viermal. Du, ich mach das nachher, jetzt wo du das sagst. Ja, aber mach, 3 ist besser, glaubst du mir. Nee. Im vorletzten Gang machen wir das. Ja. Naja, das ist ja jetzt kein echter Test, es ist ja ein Laserbike-Video. Aber wir wollen natürlich schon noch ein bisschen näher darauf eingehen, wenn ihr euch schon die Mühe gemacht habt, hierher zu kommen. Ja, du sagtest gerade von 83, nee, von 85 oder von wann ist sie? Erste Lastung 85, Baujahr ist 83, die wurden gebaut 83. Und diese Lackierung, ist das hier alles original? Das ist original, ja. Alles original? Nichts also, nachlackiert, ist original. Ja, ich habe eben, du bist eben hinter mir hergefahren, ich habe eben schon gesehen, das finde ich ja ganz neckisch, wenn man dich, meine Güte, heute ist hier was los hier, wenn du hinter einem herfährst, der Schriftzug Turbo ist ja verkehrt rum. Ja, das wie bei so einem Ambulance-Auto. Ja, das war da diese Autobahnfreimacher. Das hat es früher ja auf der Autobahn dann gegeben, bei zum Beispiel Intercooler bei den LKWs. Ja, 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 ne? Die konntest du dann perfekt im Spiegelschrift lesen, dieses Wörtchen Intercooler. Ja. Also Honda hat da natürlich. Also hast du nicht gemacht, das nein, war das so. Ist original alles. Alles original. Nein, alles gut. Ja. Ja, wunderschönes Motor, muss ich ja sagen. Hat die eigentlich 2 Tüten? Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. Ich will mal nach vorne gucken. Bremsanlage. Oh, hier, ungelochte Scheibenbremsen noch hinten. Hinten eine Trommel. Nee, Moment, das ist ja, das ist aus der Kardan, ne? Kardan? Achso, da ist die Scheibe. Ja, ja, alles klar. Ja, wie, erzähl doch mal ein bisschen so aus deiner eigenen Erfahrung. Du hast ja offensichtlich eine Boldore, habe ich das richtig verstanden? Hatte, okay. Die ist mittlerweile in Sammlerhand. Hast du denn. Und aus der gleichen Sammlerhand habe ich die dann bekommen. Die stand da im Keller, war so leider zerlegt. Ja. Ist ursprünglich eine Engländerin. Ist in England gefahren worden von 85 bis 87. Hat auch Miles da. Ja, nee, hat jetzt einen deutschen Tacho. Die Kilometer, die da draufstehen, die habe ich gefahren. Ja. Der Meilentacho hatte, ich glaube, 22.000 Meilen gelaufen. Oh, das sieht auch richtig stark aus hier, das Cockpit. Richtig geil. Das ist ein Autocockpit im Prinzip, ne? Mit Uhr, mit Benzinuhr, mit Temperaturanzeige. Ja, mit Restanzeige geht auch noch ein Lämpchen an, wenn der Tank zu leer wird das und so weiter. Das zeigen wir gleich mal, ja. Das funktioniert alles prima. Und du warst gerade am Erzählen, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, andere Motorräder, wie fährt die sich dann im Vergleich zu einem modernen, sagen wir mal, normalen Motorrad? Ja, eigentlich gar nicht so viel anders. Du hast bei dem modernen Motorrad, die sind natürlich leichter, ne, klar. Die ist heute alles ja niedriges Gewicht bei 650 Kubik. Denn wir liegen ja mittlerweile, weiß ich, hier die Transalp, die neue, 200 Kilo, 204 Kilo oder irgendwas, ne? 254, glaube ich, leer. Ja. Echt? Merkst du aber beim Fahren nicht, durch den V-Motor. Ja, fährt sich ein bisschen wie eine GS, nur nicht so stabil vom Fahrwerk und nicht so tolle Bremse. Ansonsten ist schon einiges ähnlich. Das war, glaube ich, auch der erste Quer-V2, ne? Ja, Güllepunkt. Ja, der Motor wurde ja in Japan entwickelt eigentlich für kleinen Pkw oder hat Honda den einfach mal genommen und in die andere eingebaut und dann kam die irgendwann nach und dann. No. Ja. Das ist ein Vierventiler, der ist wassergekühlt, der hat eine volle elektronische Einspritzung, volle elektronische Zündung. Wie? Kein Vergaser? Nein. Oha, das finde ich erstaunlich. Das ist, als die damals auf den Markt kam, war das eine Technik gewesen, der hätte auch gleich ein UFO irgendwo landen können. Das wäre so ungefähr vergleichbar gewesen. Aber die CX500 war doch noch eine Vergasermaschine. Ja, richtig. Und die Turbo, die erste Turbo war schon Einspritzer. Achso, aber nur die Turbo, oder? Nur die Turbo, ganz genau. Okay. Achso, das geht wahrscheinlich gar nicht anders, ne? Das geht auch anders, aber wäre Schwachsinn gewesen. Deswegen, Honda war ja damals noch innovativer, wie heute, in meinen Augen zumindest. Die haben sich mehr getraut, haben mir einen rausgehauen, haben gezeigt, was sie können. Und heute ist das so ein bisschen kommerzieller, in meinen Augen. Ach, das finde ich nicht. Also ich finde, Honda ist eigentlich so, wenn ich mir so die anderen Japaner angucke, noch schon experimentierfreudiger. Also denk mal an diesen NM Vultus Roller oder auch an den XADV, an Goldwing. Die haben schon, doch, das finde ich schon, die haben schon. Ich denke dann an die VN 1100, der fehlt ein Kardan. Das war eigentlich so Markenzeichen von Honda. Da haben sie in die kleinste Klasse haben die einen Kardan gebaut. Ne? Ja. So ein 650er, die haben Kardan gehabt, das ist nun mal und so. Und die größere nicht. Und da haben sie sich den jetzt einfach mal gespart. Ja, ja. Naja, egal. Ist ein Tourer, braucht einen Kardan. So. Und die hier hat Kurbelwelle, was ist längs oder wie? Also zur Fahrtrichtung genau. So gesehen. Ja, so ein bisschen wie Guzzi. Ne? Ja. Also erinnert ja auch so ein bisschen natürlich an Guzzi. Ja. Richtig spannend. Ja, dann würde ich sagen,
Dann fahren wir mal eine Runde. Aber bevor wir das machen, machen wir mal einen kleinen Soundcheck. Ich bin mal gespannt, wie die Kleine klingt. Ne? So, dann machen wir mal eine kleine Probefahrt auf der Honda CX650 Turbo. Ich fahre, Ralf sitzt in meinem Auto und fährt hinterher. Und Michael fährt mit seiner Güllepumpe auch hinterher. Ich bin wahrscheinlich der Schnellste. So, Michael hat sich schon mal so ein, Quatsch, Ralf hat sich schon mal so ein bisschen warm gemacht für mich. Erster Fahreindruck. Also erstmal fassen meine Knie hier genau unter den Tank oder an den Tank, das ist schon mal gut. Dann hat sie einen sehr schmalen Lenker. Also gut, jetzt bin ich natürlich auch in letzter Zeit immer so Adventure-Bikes gefahren. Die haben ja eher breitere Lenker. Aber die hier hat wirklich einen super schmalen Lenker. Ups. Die Armatur, da muss ich mir auch erstmal dran gewöhnen. War das jetzt der Blinker? Ja, das muss der Blinker gewesen sein. So, noch ein bisschen Gas geben. Die Maschine hat ja 100 PS und 105 Newtonmeter Drehmoment. Das ist ja nun mal nicht gerade wenig. Wiegt, was hat Ralf gesagt, 250 oder irgendwie sowas. Nicht gerade ein Leichtgewicht. Oh ja, oh, alles klar. Die fängt an zu schieben, wenn man Gas gibt. Ganz witzig ist, dass die erste Hälfte so relativ smooth ist und dann auf einmal, oh, dann drückt der Turbo. Das ist echt geil. Ja, was auch echt cool ist hier, diese fetten Spiegel, die würde man natürlich heute nicht mehr so bauen. Vibrieren auch ein bisschen, aber okay, das gehört dazu bei so einem etwas älteren Motorrädchen. Also die Maschine liegt echt schön fett auf der Fahrbahn. Ganz smooth. Und was ich auch super angenehm finde, ich habe hier echt eine schöne Sitzposition. Das ist so ein bisschen, das ist sehr ungewöhnlich irgendwie. Ich weiß gar nicht, ich bin so ein bisschen am Zweifel gerade, wie ich das beschreiben soll. So eine Mischung aus bequem und sportlich. Irgendwie so, ja, wie so ein Sporttourer, aber so ein bisschen sportlicher. Wahrscheinlich liegt das an dem etwas schmalen Lenker. Gib noch mal ein bisschen Gas hier. Eine Ganganzeige gibt es nicht. Oder? Nö. Ach guck mal, da oben gibt es auch eine Turboanzeige. Das ist wohl der Zustand des Laders, nehme ich mal an. Muss ich Ralf gleich noch mal fragen, was das zu bedeuten hat. Ja, ihr merkt, das ist selten bei mir. Mir fehlen so ein bisschen die Worte. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten, das zu beschreiben. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber das ist echt tatsächlich. Oh. Also dieses Turbo-Einsetzen ist wirklich witzig. Also jetzt wollen wir nicht übertreiben. Es fühlt sich jetzt auch nicht so an, als ob sie 200 PS hätte. So ist es nicht. Aber ich glaube, für damalige Verhältnisse, das darf man ja nicht vergessen, die Maschine ist ja schon, ist aus den 80ern. Für damalige Verhältnisse muss das ja der Oberknüller gewesen sein. Also schon echt geil. Heated Grips hat sie auch. Ob die mal original sind, das glaube ich ja nicht. Aber auf jeden Fall habe ich schön warme Finger. Bin da ganz dankbar drüber, weil es heute echt saukalt ist, merkwürdigerweise. Und ja, der Windschutz ist auch echt cool. Seht ihr ja hier diese Scheibe. Ich nehme mal an, dass die Serie ist. Also ist schon alles echt ganz geil. Und dann geben wir noch mal Gas. Wow. Also Seitenwellen mag sie nicht so. Wenn ich hier irgendwie lustigerweise merke ich das sogar schon, wenn ich über die Querstreifen hier fahre, dann versetzt sie so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das an den Reifen liegt. Ja. Ich würde mal sagen, das soll es mal gewesen sein. Ich mache nochmal eine kleine Bremsprobe hier vor der Kurve. Ja, auch ordentlich. Das hätte ich jetzt schlechter erwartet.
Die hat ja nun hier nicht gerade eine moderne Bremsanlage, noch nicht mal gelochte Scheibenbremsen, aber dafür bremst sie echt ganz okay. Was auch echt cool ist, das erinnert mich so ein bisschen an Moto Guzzi oder Boxer, wenn man so einen Gasstoß gibt, hier so, guck mal, zack, dann schmeißt sie so ein klein bisschen von links nach rechts. Also nicht so wie jetzt eine alte BMW Boxer, aber so ein bisschen angedeutet. Was ich auch cool finde, wir fahren ja jetzt hier so ein bisschen durch die Stadt, durch den Ort. Die Maschine ist sehr, wie soll ich sagen, also die ist nicht so wie bei oft so bei alten Motorrädern, wo alles so ein bisschen schwergängig ist und wackelt und rüttelt und so und man hat irgendwie Lastwechsel wie verrückt. Getriebe geht nicht, Kupplungshangkraft ist zu stark und sowas. Das ist alles hier echt ganz smooth bei der Maschine. Also ist jetzt natürlich nicht wie eine moderne, das wollen wir jetzt auch nicht übertreiben, aber es ist alles im Rahmen. Ja, das soll es mal gewesen sein. Wir sind wieder angekommen, zurück in Glückstadt. Und ja, hat echt mega Spaß gemacht, hier mal ein bisschen zu heizen mit der Kiste. Tolles Motorrad, ich glaube auch für Touren total klasse geeignet, weil ich einfach so mega bequem sitze hier. Das ist eigentlich das, was mich am meisten überrascht. Ja, ich denke mal, da werden Ralf und Michael noch einen schönen Tag haben heute, wenn sie dann Richtung Plön fahren. Vielen Dank nochmal an euch beide. Das soll es gewesen sein. Aus dem Sattel der Honda CX 650 Turbo. Wir gehen jetzt erstmal einen Kaffee trinken und uns ein bisschen aufwärmen. Und dann gibt es noch ein kleines Abschlussgespräch. Ja, ich sagte ja eingangs schon, dass Ralf nicht alleine hierher gerobbt ist nach Norddeutschland. Er hat seinen Kumpel mitgebracht, das ist der Michael. Hallo Michael. Hallo, Dietmar. Und Michael ist nicht zu Fuß nebenher gelaufen, sondern hat auch sein Motorrad mitgebracht. Und das ist ja genauso interessant eigentlich. Das ist eine alte Güllepumpe. CX 500E, ja. Baujahr 83, 500 Kubik, 50 PS. Ja. Aber kein Turbo. Kein Turbo, nein. Sauger. Nee. Ich meine, das ist halt die klassische Güllepumpe, ja, genau, die man kennt. Ja. Von der sind ja eigentlich im Gegensatz zu deiner relativ viel verkauft worden. Ne? Ja, definitiv. Ja, es gab ja auch noch die CX 650 zum Schluss und dann war auch Schluss bei der CX. Ne? Ja. Ist aber das Euro-Modell. Ne? Also Achtung, da gibt es ja noch einen Vorgänger. Ne? Deshalb das E oder wie? Ja, das genau. E-Schiffe. Ja. Und also von der Güllepumpe gab es doch auch irgendwie einen Shopper oder eine CL oder was? Oder wie? Ja. Was war das? Die waren an eine andere Verkleidung, die sahen ganz anders aus wie Motorräder. Mit Custom. Mit Custom gab es, genau. 500 Custom. Ja, die gab's sollte auch. Dann so ein Softchopper sein. Ja. Halt, ne? Aber die hatte den gleichen Motor, ne? Die hatte den Motor drin im Prinzip. Der sah ein bisschen anders aus, aber okay, war derselbe Motor. Die Konstruktion ist die gleiche. Ja. Das mit 27 PS. Ja. Ja, 27 PS oder halt 50 PS offen. Ja. War damals gedrosselt über die über Auspuffblenden und ein bisschen andere Vergaser bestimmt. Ja. Und du hast jetzt, sehe ich hier gerade, 40.000 oder sind das 140.000? Nee. Ich habe die gekauft 2012, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, und da hat die 14,5 gelaufen. Ja. Ja, und seitdem. Wie kommt das eigentlich? Also mal, ich frage jetzt erstmal dich. Seid ihr irgendwie so Güllepumpen-Fans oder wie kommt man zu so einem Motorrad? Also ich war immer ein Fan davon und mir hat immer gefallen, sagen wir mal so. Ja. Und ich bin noch nicht lange so im Motorradsektor unterwegs. Ich fahre seit 18 Jahren Motorrad, bin früher nur Auto gefahren. Ja. Aber einen Führerschein hatte ich schon immer. Okay. Du fandst sie einfach cool und hast gesagt. Fand die cool, ja. Ja. Hast du dann noch andere Motorräder? Oder ich habe noch eine CB550 K3, so eine Vierzylinderreihe. Ja. Mit 4-in-4-Anlage. Ja, ja. Und eine CB400A, so ein Automatikmotorrad. Kennst du die? Ich kenne die CB400N. Genau. Und, und davon gab es ja vor, diese CB400T hießen die, glaube ich. Ja. Mit 27 oder PS, ne? Ja, genau. Ja, 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 ja. Moin. Und da gab es eine Automatik von. Ja, ja. Zweigang-Automatik. Ja, ist klar. Wahrscheinlich mindestens genauso selten wie die. Ja. Ziemlich viel. Die habe ich auch am Straßenrand aufgelegt. Ja, ja. Das ist top mit Wankelautomatik, ne? Ja, ja, genau. Also ihr beide seid ja echt so Classic-Fans offensichtlich dann, ne? Du mit deiner Bulldog und so. Ja. Das ist auch ein neues Motorrad, kommt nicht ins Haus, ne? Doch, da steht auch noch ein neueres. Also eine BMW, ja. Das verraten wir jetzt nicht. Alles klar. Gut, ihr beiden. Ja, das fand ich sehr, sehr nett. Wirklich nochmal vielen Dank, ne, dass ihr euch den weiten Weg gemacht habt. Wir fahren jetzt dann nochmal eine Runde zusammen. Und danach lade ich euch nochmal zum Kaffee ein, ne? Also damit die Finger mal wieder so ein bisschen weich werden. Ne? Genau. Das ist eine gute Idee. Also das war wirklich das Allerschlimmste. Naja, es regnet nicht, immerhin. Ne? Also. Gut, dann winken wir nochmal in die Kamera. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ihr fahrt jetzt noch
Richtung Schleswig-Holstein. Ja. Ne? Viel Erfolg da und ich wünsche euch vor allem besseres Wetter. Ne? Euch auch. Danke. Also macht's gut. Ciao. Tschüss.